Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute habe ich ein kleines Special für euch vorbereitet. Seid gespannt, ich bin euer Comic Hunter und los geht's. Seit einiger Zeit schwirrt da so eine Idee durch meine Hirnwindung. Und zwar würde ich gerne in Zukunft einmal pro Woche ein Comic aus meiner Sammlung vorstellen. Das heißt also primär ältere Ausgaben. Und wie der Zufall so will, haben mich zwei YouTuber angeschrieben, der Außenseiter 61 und Magubu, und die kamen mit einer klasse Idee. Hashtag mein erster Comic. Und darum soll es in diesem Video gehen. Wie kam ich überhaupt dazu, Comics zu lesen? Was war der erste? Wann? Und einfach mal darüber zu quatschen, wie man eigentlich so ein Nerd geworden ist. An diesem kleinen Projekt sind mehrere YouTuber beteiligt. Deren Videos findet ihr unten in der Beschreibung. Guckt sie euch an. Und das ist mein kleiner Beitrag dazu. Viel Spaß. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Und wir sind ja heute hier, um über deinen ersten Comic zu sprechen. Und ja, du bist ja ein riesen Comic-Fan. Man sieht's kaum. Und ja, was war denn dein erster Comic? Ja, also mein erster Comic, kaum zu glauben, hatte nichts mit DC zu tun. Also war kein Batman oder sowas, sondern es war tatsächlich Spider-Man von Marvel. Im Jahre 1995, da war ich 9 Jahre alt. Ja, das war der erste. Und worum geht es in dem Comic? Der Titel des ersten Comics heißt Kraven der Jäger. Und da geht es im Prinzip darum, dass eine Dr. Mariah Crawford und Sergei Kravinov, ist also ein Russe, zusammen im Dschungel unterwegs sind und einen verschollenen Kollegen suchen. Der Typ heißt James Reeves und die finden den auch. Allerdings ist er nicht mehr ein Mensch, sondern sieht eigentlich aus wie ein Werwolf. Ja, ist aber noch bei Verstand. Und er hat so eine Droge entwickelt, die schnell Wunden heilt und man stärker wird. Aber hat natürlich die Nebenwirkung, dass man im Prinzip ein Werwolf wird. Er gibt ihr dieses Mittel und sie soll es verbessern, weil er kann so natürlich nicht mehr in die Zivilisation zurück. Ja, wie es kommen muss, dieser Sergei Kravinov und die Dr. Crawford, die verlieben sich. Und er wird dann ein paar Tage später verletzt. Hyänen greifen ihn an und ja, sie muss ihm dieses Mittel geben, weil er sonst sterben würde. Er verwandelt sich aber nicht in eine Art Werwolf, weil bei jedem irgendwie das Zeug anders wirkt, sondern bleibt noch menschlich, aber wird halt im Prinzip wie ein Tier, animalisch. Also seine Instinkte stehen im Vordergrund und sie kriegt dann Angst, flieht vor ihm nach New York und arbeitet dann da an einem Gegenmittel, um ihn zu retten. Erfolg ihr, stiftet natürlich dann Chaos, Spider-Man wird involviert, natürlich. Und ja, da müssen die beiden halt gucken, dass sie das Gegenmittel so schnell wie möglich produziert. In der Zeit hält Spidey den irgendwie auf und ist eigentlich ganz witzig, gibt ein paar lustige Stellen. Besonders wenn dann so eine Gala im Prinzip stattfindet, die dann zufälligerweise auch das Thema Afrika bzw. so tierische Modenschau ist das im Prinzip. Und da denken die ganzen Leute dann im Prinzip, dass das Teil der Show ist, weil dieser Kraven taucht da auf, Spidey taucht da auf, stiften Chaos. Und die ganzen Leute im Prinzip denken dann so, ja, hey, das ist eine super Show. Und also, wow, in Wirklichkeit geht es da um Leben und Tod. Und natürlich gibt es dann am Ende ein Happy End. Sie schafft es, das Gegenmittel rechtzeitig zu produzieren und rettet ihn dann natürlich. Ja, da gibt es noch eine zweite kurze Story, das geht aber glaube ich nur mal 3-4 Seiten. Da geht es halt um, die ist ein bisschen wirscher, finde ich, Opfer des Geiers. Das ist so ein Typ, der kann fliegen, ja, hat sich irgend so ein Ding da, so einen Anzug gebaut, den er benutzen kann, um zu fliegen. Und der versucht dann natürlich auch nur Chaos zu stiften, irgendwie alle Vögel nach New York zu kriegen, damit dann die Leute zerhackt werden irgendwie. Also ganz wirsch, der will einfach nur töten und Chaos stiften im Prinzip. Ist natürlich ein bisschen kindgerechter verpackt, sag ich mal. ich wollte gerade sagen. das ist halt jetzt so die harten Fakten, so wie es ist. Ist eine ganz kurze Story, ich glaube nur 4 Seiten. Und ja, Spidey macht den dann natürlich schnell fertig und das war es eigentlich schon. Das waren also
die beiden Geschichten in dem Heft. Ja, und wie kamst du dazu, dass du ausgerechnet jetzt mit Spider-Man angefangen hast? Ja, wie kam ich dazu? Eher durch Zufall. Es war so, dass Anfang des Monats, als ich klein war, gab es halt immer einen riesen Einkauf für die ganze Familie. Wir waren also oder sind eine Familie mit 4 Personen. Und da hat man mich immer mitgeschleppt in ein riesen Einkaufscenter. Und das war immer so eine Qual. So, und irgendwann bin ich dann durch die Buchtheke quasi gegangen. Und ja, hab dann das hier gesehen. Heft Nummer 1, auch zu der Zeit dann, zufälligerweise wirklich das erste Heft. Und hab's dann gesehen. Und ich dachte mir irgendwie, boah, das ist toll. Ein Typ mit Spinnenkräften, der kann rumklettern und Spinnenweben aus seinen Handgelenken schießen, das ist geil. Und ab da an fing mir dann der Einkauf Spaß zu machen, weil ich habe mich jeden Monat gefreut auf ein neues Heft. Und deswegen bin ich dann ab da gerne mit einkaufen gegangen. Ja, verbindest du irgendwie was Besonderes mit den Spider-Man-Comics? Auch, ja, also davon mal abgesehen, dass es tatsächlich mein erster echter Comic war, den ich bewusst haben wollte und gekauft habe, verbinde ich noch etwas. Das war allerdings nicht das erste Heft. Es war Heft Nummer 4. Und zwar habe ich sofort, nachdem ich das erste Heft bekommen habe, an den Verlag geschrieben, weil es gab zu der Zeit noch so Leserbriefe hinten. Und da hat sich halt ein Redakteur hingesetzt und sich als Spider-Man ausgegeben und die Fragen der Kiddies beantwortet. Und ich habe dann natürlich auch hingeschrieben. Ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass das nicht real war, dass das nicht der echte Spider-Man sein kann, dass das alles erfunden ist. Aber ich habe mich trotzdem darauf eingelassen. Ja, diese Welt der Comic-Helden hat mich fasziniert. Ne? Man hat im Hinterkopf dann schon eigentlich als Neunjähriger schon gehabt, das ist nicht echt, aber trotzdem ist das geil. Ne? Das ist cool. Auf jeden Fall, ich habe dann dahingeschrieben, habe ihn gefragt, wie funktionieren denn deine Abschussgeräte an den Handgelenken, weil die hat er selber gebaut und wie geht das, dass du wirklich klettern kannst und etc. etc. Natürlich coolerweise hat der Typ sich dann immer so ein bisschen so rausgeredet, also der hatte das echt drauf, ja, der hat dann immer so ein bisschen erzählt, aber nicht zu viel, na, er konnte natürlich nicht ins Detail gehen, hat aber immer sehr schön die Fragen beantwortet. Und ich habe ihn dann auch nach einem Autogramm gefragt. Und wie gesagt, das war direkt, als ich die erste Ausgabe bekommen habe. Und dann habe ich gewartet, 2. Monat, 3. Monat und dann der 4. Und irgendwann, ich hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben, lag dann das hier im Briefkasten. Ja, eine schöne Autogrammkarte mit einer Unterschrift, einer kleinen Widmung. Und dann hatte ich Heft Nummer 4 in der Hand. Und tatsächlich wurde ich dann hinten in den Leserbriefen namentlich erwähnt. Und das war auf jeden Fall... Boah, als kleiner Junge, ne? Dann hast du dann sowas dabei, den Comic hinten erwähnt, da war ich happy. Also das war mein Erlebnis. Ja. Ja, das klingt schon mal ganz schön cool. Ja. Aber wer weiß, ob das nicht doch Spider-Man war, der dir geantwortet hat. Und deswegen nicht alle Geheimnisse verraten hat. Genau. Warst du so begeistert, dass du die Comics bis heute behalten hast? Jein, muss man dazu leider sagen. Also ich habe, ich glaube sogar, die Serie komplett gehabt. Ich bin mir heute nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, dann wird man, ja, leider erwachsen, nicht wahr? Das Kind ist ja, wie man hier alles überall noch sieht, ist ja jetzt wieder da, muss man sagen. Aber es kam dann irgendwann der Umzug. Man wird erwachsen, raus aus der Familie, ja, und dann so ein bisschen Platz machen. Und da waren die Dinger irgendwie im Weg. Klingt doof, ist aber so, weil das Interesse war dann zu dem Zeitpunkt, ich sag mal so mit 18, 19, dann nicht mehr so da. Und dann habe ich die leider Gottes, ja, ich habe sie weggeschmissen tatsächlich. Ne? Ich habe Platz gemacht und gesagt, ja, komm, das brauchst du nicht. Habe dann halt nur diese Karte behalten als Erinnerung. Und ja, dann ist jahrelang nichts so, ne? War mal hier und da mal geguckt, aber nie wirklich gesammelt, dass wir mal hier so einen Comic kaufen und mehr war das nicht. Und dann, 2011 war das, genau, da kam Dark Knight Rises raus und da gab es das große Reboot von DC. Also alle Hefte auf Null, wieder mit der Nummer 1 angefangen und zufälligerweise war ich da in einem Comicladen, bin dran vorbei, einfach mal reingegangen, geguckt und gesagt, ach, Nummer 1, kannst du eigentlich mal wieder mit anfangen, ne? Und habe ich auch gemacht.
direkt ein Abo abgeschlossen und gesagt, okay, jeden Monat will ich Dinge haben. Und dann kam die Melancholie, ach, Melancholie ist ja nicht eigentlich Nostalgie, so. Ja, ein bisschen melancholisch war ich auch schon, weil ich dann traurig war und habe mir so gedacht, boah, warum hast du die weggeschmissen, du Vollidiot. Und dann fing der Hunt an, also die Jagd. Ja, dann kam dann irgendwie so, du musst diese Hefte wieder kriegen, vor allen Dingen Hefte Nummer 4, weil du da hinten drin stehst. Ja, und dann ging's los. So viele Comicläden, wie ich kannte, hingegangen, gefragt und das ist ja auch so ein bisschen ein Sonderformat gewesen. Das ist ja nicht, auch nicht die Größe des Standard-Comics. Und die waren echt schwer zu bekommen. Ne? Und ich habe sie nirgendwo gefunden. Also, no chance. Ne? Die kannten die gar nicht. Also, viele Verkäufer sagten, wie, was ist das denn? Ist das von Dino, gab's ja damals auch, von DC und so. Kannten die gar nicht. Die haben gesagt, so ein Format, nie gesehen. Ja, und dann gesucht, auch schon da wieder die Hoffnung aufgegeben. Und dann plötzlich eines Tages, auch wieder durch Glück, Zufall, man weiß es nicht, bin ich dann da reingelatscht in so einer Rumpelkiste, lagen dann ja, diese 10, 11 Hefte dann vor mir. Und ich natürlich das Format direkt erkannt, gesehen, ich so, ach du Scheiße. Und erstmal die komplette Kiste durchwühlt und bis ich dann Heft Nummer 4 dann wieder hatte und gesagt habe, jo, erstmal nachgeguckt. Da ist er. Ich hab's geschafft. Ne? Und ja, dann erstmal alle Hefte mitgenommen, irgendwie für einen Spottpreis bekommen. Die sind auch nicht mehr so gut erhalten, aber ist ja der emotionale Wert, ist ja natürlich dann höher als der materielle. Und wie gesagt, erstmal alle gepackt und sofort Geld auf den Tisch gelegt und nach Hause gerannt. Und erstmal glücklich gewesen. Ja. Und so habt ihr wieder zusammengefunden. Ja, jetzt sind sie wieder, genau, jetzt sind sie wieder vereint. Ne? Jetzt muss ich noch irgendwie was Schönes finden. Das Cover ist jetzt leider nicht so prädestiniert dafür, aber irgendwie muss ich die zusammenbringen und an der Wand hauen. Super. Ja, dann bedanke ich mich bei dir für das tolle Interview. So, ich hoffe, euch hat dieses kleine Interview-Video gefallen, wie ich an meinen allerersten Comic gekommen bin und im Prinzip so verrückt geworden bin, dass ich jetzt einfach alles, was mit Comics zu tun hat, sammle. Wie ich am Anfang erwähnt habe, sind noch ein paar mehr Jungs an diesem kleinen Projekt beteiligt. Die sind alle unten in der Videobeschreibung. Klickt die Videos an, gebt den Like, kommentiert. Vielleicht schreibt ihr auch, wie ihr an euren ersten Comic gekommen seid. Und ja, ansonsten bleibt nur noch zu sagen, der Standardspruch, abonniert meinen Kanal, wenn ihr weitere Infos zu Comics und Collectibles haben wollt. Hier geht's zur Comicsammlung, da zu den Collectibles. Ich bin euer Comic Hunter. Bis zum nächsten Mal.